Als drittes wichtiges Element steht die Betonung am Satzende nach unten. Warum ist das so? Und zwar ist es so, dass alle großen Redner, alle guten Rhetoriker haben es sich unbewusst angewöhnt, beziehungsweise ich werde gleich erklären, woran das liegt, und zwar jeden Satz oben anzufangen von der Stimmlage, so wie ich das jetzt auch mache. Ich spreche jetzt mit relativ hoher Stimme und wenn ich den Satz dann beende, dann geht die Stimme nach unten. Das heißt, wenn eine Person beispielsweise unsicher ist, nehmen wir mal an, ein Schüler wird drangenommen und weiß die Antwort nicht, stammelt vor sich hin. Was macht er standardmäßig? Er fängt normal an zu sprechen und geht dann mit der Betonung am Satzende nach oben. Wenn ich beispielsweise die White Flakes Packung hier nehme, knusprige Cornflakes, lecker umhüllt mit Zucker, gut und günstig, White Flakes schmecken mit kalter Milch, Joghurt und Dickmilch. So klingt das dann meistens, wenn ein Mensch unsicher ist. Immer wenn ein Mensch sicher ist, hat man festgestellt und selbstbewusst ist und sich in einer Sprechsituation wohlfühlt, fängt er oben an, beziehungsweise er kann auch mittig anfangen, geht dann ein bisschen nach oben, aber am Ende endet er immer unten mit der Betonung. So, das musst du natürlich auch einüben, das kommt nicht von irgendwo. Da musst du dir natürlich einen Text nehmen und genauso wie ich das hier gemacht habe, schnapp dir irgendeine Verpackung, schnapp dir irgendeinen Text, ein Schulbuch, ist scheißegal was. Aber übe es, lese das Ganze vor und überlege dir dann, wie du das Ganze möglichst automatisch irgendwann, das kommt aber nur durch die Übung. Knusprige Cornflakes, lecker umhüllt mit Zucker. Ne, klingt ganz anders. Wo steht hier noch was? Gut und günstig. White Flakes schmecken mit kalter Milch. Joghurt, du merkst, ich kann in der Mitte auch wieder hochgehen. Oder Dickmilch. Gut und günstig, ich lese nochmal vor. Gut und günstig. White Flakes schmecken mit kalter Milch. Joghurt oder Dickmilch. Ne, so ist es dann, dass du merkst, am Ende immer wieder nach unten. Das ist ein bisschen ungewohnt, so zu sprechen, beziehungsweise manchmal gar nicht so einfach. Aber darum musst du wirklich üben, ne? Denn von nix kommt auch nichts.